Okay, wir würden erstmal zu der Schwester gehen, würde ich sagen. Ah nee, das war nicht hier. Moment. Oh, der blitzt schon wieder. Ich glaube hier. Genau, Cecilia, oder? Ja. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Ich muss mit euch erneut über den Baron sprechen, wie ihr mit den Schwestern bei seiner Ankunft gegangen seid. Da der Baron gerade ermordet wurde, scheint mir der Grund schon interessant. Warum? Vertraut ihr nicht auf das Urteil des Abtes? Nein, natürlich nicht. Bruder Piero, der würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Wenn du umhergehst und allen Brüdern und Schwestern erzählst, was du denkst, wird der Abt davon hören. Er wird dich aus der Abtei aussperren, bis die Untersuchung des Erzdiakons abgeschlossen ist. Was wirst du dann tun? Dann helft mir. Helfen wobei, jemand anders des Mordes zu bezichtigen? Ihr wisst, dass nicht Piero den Baron ermordet hat. Es muss jemand anders gewesen sein. Ich werde niemanden sonst zu Tode verurteilen. Ich bitte euch nicht, jemanden zu verurteilen. Helft mir nur zu verstehen, was geschah. Ich bin eine einfache Nonne. Warum glaubst du, dass ich dir helfen kann? Ihr wisst, was im Kloster geschieht, besser als alle anderen. Besser als der Abt? Der Abt sieht nur die Brüder. Ihr müsst über die Schwestern wachen und wissen, was mit den Brüdern geschieht. Wohl wahr. Na schön. Ich hatte Grund, wegen der Anwesenheit von Baron Roffvogel Bedenken zu haben. Der Baron fügte einer der Schwestern unumkehrbares Leid zu, als er zuletzt hier war. Oh. Krass. Der Schaden war so groß, dass sie uns für einige Zeit verlassen musste. Oh mein Gott. Nichts sagen, lieber. Deshalb entzog ich die Schwestern seiner Präsenz, sobald ich konnte. Gibt es welche, die auf Rache sinnen könnten? Frage ich lieber nicht. Das ziemt dir einer Nonne nicht. Welche Schwester? Kann ich mit dir sprechen? Ich? Nein, Andreas. Ich denke nicht, dass das angemessen wäre. Nichts sagen. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, Andreas. Ich wertschätze das. Ich verstehe, dass du dir mehr Wissen erhofft hast, aber ich fürchte, mehr kann ich dir nicht guten Gewissens erzählen. Vertrau mir, wenn ich sage, dass das Opfer dieses Vorfalls den Baron nicht hätte töten können. Ich brauche mehr als das. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über sie, über den Vorfall? Ja, wir haben in der Bibliothek Aufzeichnungen über alle Schwestern, aber das hilft euch nichts. Ihr dürft nicht hinein. Ah, wir wissen aber, wie wir hineinkommen. Könnte ich Schwester Illuminata fragen, um sie zu sehen? Sie wird sie dir nicht geben. Unsere Aufzeichnungen sind nicht dazu gedacht, dass Außenstehende sie durchstöbern. Oh, soll ich ihr das erzählen? Schwester Illuminata erzählte mir von einem geheimen Eingang zur Bibliothek. Oh, und weißt du, wo der ist? Ja, ich habe ihn beim Erkunden der Krypta gefunden. Versuch es nicht. Du wirst geschnappt werden und dann von Glück reden können wir nicht. Der Abt nur bis zum Tag des jüngsten Gerichts aus dem Kloster verbannt. Ah, ihr habt wahrscheinlich recht. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Möge Gott dich segnen, Andreas Maler. Ich hätte ja gar nicht erzählen wollen von dem Geheimgang. Okay, andere Schwestern sind nicht da, ne? Ich glaube, ich würde jetzt erst zum Friedhof gehen, dann in die Bibliothek und dann. Nee, da will ich noch. Ah, nee, wir dürfen da ja gar nicht rein. Verdammt, wir dürfen ja nur hier hin. So, was haben wir verpasst? Das Wetter ist schrecklich, aber ich muss noch zum Skriptorium. Hoffentlich haben sich die Gemüter seit letzter Nacht beruhigt. Bruder Mathieu hat zu früh die Kirchenglocken geläutet und jetzt schreit eine der Schwestern im Kapitelsaal. Ich sollte nachsehen, was da los ist.
Die Brüder und Schwestern entdeckten Lorenz ermordet im Kapitelsaal. Bruder Piero kniete mit einem blutigen Messer daneben. Ich verstehe es zwar nicht, aber der Abt hat mir befohlen, bis morgen zu gehen. Bruder Florian hat versprochen, mich noch heute heimlich an seiner Untersuchung des Leichnams teilnehmen zu lassen. Bis dahin, so sagt er, soll ich ein gutes Essen zu mir nehmen. Haben wir, ne? Wir wollen ja bei den Druckers essen. Vielleicht haben die Druckers einen Platz hinter ihrem Tisch. Der Diener des Barons Michlaus ist nach Innsbruck aufgebrochen, um die Anwesenheit des Hochwürden Jakob Estler zu erbitten, dem Erzdiakon von Freising. Er wird Beweise über den Mord sammeln und alle verhören, die über Informationen verfügen könnten. Ich sollte mit Linhardt sprechen, um herauszufinden, worüber er mit dem Baron gestritten hat. Er arbeitet normalerweise neben einem Haus nördlich der Almende. Ottilia Kasperin hat den Baron verflucht, als wir über die Wiesen gingen. Ich muss herausfinden, warum sie ihn so sehr hasst. Das Haus der Witwe befindet sich neben dem von Franz Bauer. Okay. Ich muss die Bedeutung der Chiffre herausfinden, die Ferenc im Skriptorium geschrieben hat. Er benutzt dafür eine Volvelle und nahm diese danach mit. Er hat sie bestimmt nicht die ganze Zeit in seiner Robe, oder doch? Im Ferencs Haus habe ich die Volvelle entdeckt, die er in der Hand hielt, als er das Manuskript entzifferte. Ich kann damit die Chiffrenschlüssel, die er hinterlassen hat. Ich habe Ferencs Chiffre gelöst. Es lautet Hi Gerhard. Latein ist für Hier liegt Gerhard. Ich sollte mir Bruder Gerhards Grab auf dem Friedhof ansehen. Bruder Ferenc verhält sich seit der Ankunft des Barons seltsam. Ich sollte mit ihm sprechen, um herauszufinden, ob es zwischen ihnen eine persönliche Angelegenheit gibt. Er hält sich normalerweise im Skriptorium, im Haus des Abtes oder im Haus des Priors auf. Ich habe über die Krypta unter der Abtei einen Eingang zur Bibliothek gefunden. Ein falsches Relief öffnet eine Tür, die eine Treppe enthüllt, die wiederum zum Boden der Bibliothek führt. Jetzt muss ich nur noch abwarten, bis die Nonnen weg sind. Bruder Cecilia hat ablehnend auf das Erscheinen des Barons in der Abtei reagiert. Könnte sie etwas mit seiner Ermordung zu tun haben? Ich sollte herausfinden, was die beiden verbindet. Sie ist normalerweise im Haus der Priorin, im Konvent anzutreffen. Nach einem Gespräch mit Mutter Cecilia scheint es unwahrscheinlich, dass sie den Baron getötet hat. Dennoch deckt sie möglicherweise jemand anderen. Sie hat gesagt, der Baron hätte vor Jahren eine der Schwestern verletzt. Vielleicht gibt es... Wissen wir nicht. Ich muss irgendwie einen Vorschuss von der Abtei bekommen. Ach ja, Schleuder... Okay, das ist so alt. Ja, okay. Ich glaube, damit sind wir auf dem neuesten Stand der Dinge. Wir werfen mal den Stein. Andreas, hier lang. Da seid ihr ja. Ich bin froh, dass der Sturm euch nicht aufgehalten hat. Auch wenn ich Anweisungen habe, nicht gestört zu werden, wir müssen uns schnell sein. Ein Leichnam von Nahem zu sehen, kann für manche beunruhigend sein. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Okay. Ich habe an der Universität eine Zeit lang Medizin studiert. Wir haben dort Leichen gesehen. Ich komme zurecht. Ein Leichnam zu sehen ist etwas anderes, als ihn direkt zu untersuchen. Nun, dann, du solltest dir vermutlich Notizen machen. Sie könnten später nützlich sein. Ja, natürlich. Ich beginne mit der Inspektion der Vorderseite, mit dem Gesicht und dem Kopf. Keine sichtbaren Wunden, keine Verunstaltungen, Zähne in gutem Zustand, nichts Besonderes. Nacken, Schultern und Brust sind normal. Ich muss etwas Blut abwischen, um den Torso zu untersuchen. Ja, da ist sie, eine Einstichwunde zwischen der 6. und 7. Rippe. Allerdings ist sie recht flach, etwa 1 Zoll tief nach meiner Vermutung und vermutlich von seiner Hand. Ein Nürnberger Zoll oder ein Innsbrucker Zoll? Moment, er hat sich das selbst zugefügt? Woher wisst ihr das? Aus dem Winkel und der Tiefe des Schlags. Es sieht so aus, als hätte er es in der rechten Hand gehalten, als er auf die Seite fiel. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer ein Mönch war. 10 Jahre lang war ich ein Söldner in Polen. Durch meine Zeit auf dem Schlachtfeld bin ich mit Wunden gut vertraut. Ich bin kein echter Chirurg, aber der Beste, den Kirsau hat. Wenn die Wunde so flach ist, kann sie nicht wirklich tödlich gewesen sein. Es ist vermutlich nur eine zufällige Wunde, die ihm beim Sturz auf sein eigenes Messer zugefügt wurde. Er muss eine weitere Wunde haben, die für die Blutlache verantwortlich ist, in der wir ihn gefunden haben. Wer hat ihn eurer Meinung nach getötet? Ich weiß es nicht, ich kann nicht einmal spekulieren.
Ich kann nur diesen Leichnam untersuchen und hoffen, dass ihr den Rest herausfindet. Allein die Unwahrscheinlichkeit, dass Bruder Piero den tödlichen Schlag ausgeführt hat, reicht vielleicht nicht aus, um den Erzdiakon zu überzeugen. Bruder Piero hätte dieses Messer nie aufheben dürfen. Ich bin sicher, es kam ihm nie in den Sinn, dass er damit schuldig aussehen würde. Nun denn, machen wir weiter. Nun, da befindet sich ein Geschwür an seinem Geschlecht, vermutlich von der Franzosenkrankheit. Bezweifle, dass es etwas mit seiner Ermordung zu tun hat. Die Krankheit, die französische Soldaten sich in den Bordellen von Neapel zuzogen? Ja, woher wisst ihr davon? Wir sprachen in der Universität darüber. Ah, ja. Sie hat sich rasch verbreitet, sogar nördlich der Alpen. Die Behandlung ist schrecklich, da sie mit hohen Quecksilbermengen verbunden ist. Auf jeden Fall scheint der Baron nicht der treueste Ehemann gewesen zu sein. Nicht ungewöhnlich für den Adel. Ich hätte erwartet, dass ein Mönch darüber entsetzter wäre. Ich habe viele Jahre als Söldner verbracht. Geschlechtsverkehr und Tod sind übliche Begleiter in dieser Welt. Außerdem ist Geschlechtsverkehr selbst in einer Abtei nicht so selten. Okay. Zwischen den Brüdern? Das ist nicht relevant für unsere Untersuchung, Andreas. Fahren wir fort. Abgesehen von einigen Blasen an seinen Füßen, die vermutlich von neuen Schuhen stammen, ist mit seinen Beinen alles in Ordnung. Andreas, könnt ihr mir helfen, ihn umzudrehen? Natürlich. Seine Wirbelsäule weist eine leichte Unregelmäßigkeit auf, vielleicht von einer alten Verletzung. Ich glaube aber nicht, dass es etwas damit zu tun hat, wie er gestorben ist. Ich kann verstehen, warum der Baron gerne in der Wildnis wanderte. Die schönsten Orte sind oft am schwierigsten zu erreichen. Man kann sich leicht verletzen, wenn man nicht aufpasst, besonders an einem wahrhaft wilden und entlegenen Ort. Es erscheint mir töricht, dafür das eigene Leben zu riskieren, aber was weiß ich schon. Was auch immer der Grund war, es hat nicht zu seinem Tod geführt. Hier, eine ziemlich dramatische Kopfwunde. Durch das dunkle Haar und das Blut ist es schwer zu erkennen, aber sie ist ziemlich schlimm. Ich habe noch nie jemanden mit einer derart schweren Kopfwunde davonkommen sehen. Ich vermute, dass die Wucht des Aufpralls recht groß sein muss, um den Schädel aufzubrechen. Sehr richtig. Wie ich sehe, wurden eure medizinische Ausbildung nicht vernachlässigt. Ich verfüge nicht über die Vorteile eines Universitätsstudiums, doch die Schlachtfelder Polens und Litauens vermitteln mir auch eine Art Bildung. Lieber werde ich von jemandem mit Erfahrung behandelt als einem Anfänger mit Universitätsausbildung. Ich schätze eure Zuversicht. Die Wunde scheint durch einen einzigen kräftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden zu sein, der vermutlich nicht größer als 4 oder 5 Zoll war. Sehr wahrscheinlich starb er nicht sofort. Wie lange kann er überlebt haben? Ich habe ähnliche Wunden im Kampf gesehen. Die Opfer überlebten nicht länger als ein paar Minuten, aber es ist ein qualvoller Tod. Dennoch kann er sich nicht weit von der Stelle entfernt haben, an der er den Schlag erhielt. Er wurde also vielleicht nicht im Kapitelsaal angegriffen? Naja, aber dann gäbe es eine Blutspur, oder? Er wurde entweder im Kapitelsaal attackiert oder irgendwo in der näheren Umgebung. Kommt die Kirche in Frage? Das kann ich mir nicht vorstellen. Rüdiger und Mathieu gehen dort ständig ein und aus. Lärm in der Kirche wäre leicht zu hören und der Baron müsste durch den Kreuzgang gehen, um in den Kapitelsaal zu gelangen. Was auch immer den Baron getötet hat, es war ein stumpfer Gegenstand von beträchtlichem Gewicht. Der Teil, der ihn getroffen hat, war wahrscheinlich etwas kleiner als eine Faust. Hätte es auch eine Faust sein können? Nein, nicht einmal der stärkste Soldat könnte dies mit einem Schlag erreichen, sofern der Kopf des Barons nicht zu Boden gedrückt war. Das heißt, dann würden wir auch Verletzungen an Nase und Stirn sehen. Hätte eine Frau oder ein älterer Mensch es tun können? Das hätte jeder tun können, mit der richtigen Waffe und ausreichender Größe. Wer auch immer das getan hat, muss den Baron überrascht haben. Bis auf die kleine Messerwunde hat er keine weiteren Verletzungen.
Ich vermute, er wurde geschlagen, zog sein Messer, um sich zu verteidigen und fiel darauf, ehe Bruder Piero ihn entdeckte. Ich denke, wir haben zwei wichtige Dinge entdeckt. Der Baron wurde mit einem Schlag auf den Kopf getötet, mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Ganz genau. Wenn ihr herausfindet, womit er geschlagen wurde, könnte euch dies zum Mörder führen. Ja, die Mordwaffe ist immer sehr wichtig in einem Prozess. Wir wissen auch, dass Piero den Baron nicht erstochen hat. Wir wissen das und ich vermute, auch der Abt weiß es. Aber ihr werdet vermutlich mehr Beweise benötigen, um den Erzdiakon zu überzeugen. Oh, es gibt noch einen weiteren Gegenstand, den ich in der Jacke des Barons fand, aber nicht ohne euch öffnen wollte. Okay. Eine Art Nachricht. Ich pflege die Menschen, die ihr das Pergament pflegt. Daher überlasse ich dies euren fähigen Händen. Was steht dort? Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine, Kapitelhaus. Das Mädchen? Welches Mädchen? Und welche Unschuldige? Eine der Nonnen? Es ist Jahre her, seit eine der Nonnen gestorben ist. Vielleicht erinnert sich Mutter Cecilia noch. Könnt ihr sagen, wer das geschrieben hat? Ich glaube nicht, dass jemand aus Frankreich oder Flandern ist. Das ist okay. Jemand mit einer äußerst geschickten Hand. Das wurde ohne jegliche Anleitung gefertigt. So gut Edok und Guy auch sind, ich glaube nicht, dass sie dies nachbilden könnten. Was? Wirklich? Wenn nicht sie, wer dann? Das will ich herausfinden. Ich wünsche euch bei der Suche nach der Antwort viel Glück. Ich will euch nicht drängen, aber ich muss euch nun bitten zu gehen. Jede weitere Minute hier ist ein zusätzliches Ri... Erwartet ihr jemanden? Bruder Florian, könnt ihr öffnen? Hier ist Werner Stolz, der Arzt aus Tassing. Nun, ich bin gerade beschäftigt. Könnt ihr nach dem Essen wiederkommen? Ich fürchte, es kann nicht warten. Vater Gernot bat mich, den Leichnam des Barons zu untersuchen. In Ordnung, gebt mir einen Moment. Andreas, ihr müsst euch verstecken. Natürlich. Der scheiß Arzt. Dr. Stolz, tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, wie kann ich helfen? Der Abt möchte, dass ich den Leichnam des Barons untersuche, bevor seine Frau eintrifft. Das erscheint mir unnötig, da ich bereits meine eigene Untersuchung abgeschlossen habe. Nun, dann macht es doch nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe. Dr. Stolz, bei allem Respekt, ich bin fertig. Die Todesursache ist eindeutig. Wärt ihr eine Stunde eher eingetroffen, hättet ihr mir gern assistieren können. Assistieren? Ich bin Arzt und habe eine Universitätsausbildung genossen. Ich kann sehr wohl alleine einen Leichnam untersuchen, ohne die Hilfe eines Schlachtfeld-Quacksalbers. Wir bleiben versteckt. Was auch immer ihr von meinen Fähigkeiten haltet, die Untersuchung ist abgeschlossen. Wenn ihr darauf besteht, den Leichnam dennoch zu untersuchen, dann muss ich darauf bestehen, dass der Abt mir dies selbst sagt. Wie bitte? Es wäre reine Zeitverschwendung, den Abt hierher zu bringen. Ebenso wie eine Untersuchung dieses Leichnams, nachdem eine vorangegangene bereits abgeschlossen wurde. Schwachsinn. Ich werde sofort mit Vater Gernot zurückkehren. Das war knapp. Nun verschwindet schnell durch den Kreuzgang, ehe sie zurückkehren. Danke, natürlich, Bruder Florian. Aber gerne, wir sehen uns morgen. Bis dann. Na, durch den Kreuzgang. Oh oh, wir dürfen ja eigentlich nicht hier drin sein. Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Okay, wir sind doch wieder hier.
Ich muss immer an diese Nachricht denken. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Was könnte das bedeuten und wer hat es geschrieben? Wir müssen eigentlich noch zu so vielen Leuten hin. Hier ist niemand drin? Oh, doch. Gott segne euch, Meistermaler. Gott segne euch, Meistermaler. Ich mit keiner sprechen. Meistermaler? Ja, ich bin es, Schwester. Glaubt ihr, Bruder Piero hat wirklich den Baron ermordet? Glaubt ihr es? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vater Abt sagt, dass der Teufel manchmal in Menschen einfährt und sie schreckliche Dinge tun. Mit dieser Entschuldigung rechtfertigt Vater Gernot seine Furcht. Glaubt ihr, der Teufel könnte hier in Kirsau erscheinen? Nein, ich denke, Menschen sehen den Teufel, wo sie ihn sehen wollen. Ich habe den Teufel nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe seinen Odem gerochen. Letzte Woche erwachte ich vor der Matutine und roch etwas in unserem Dormitorium. Oh. Eigenartig war das. Moos und Schwefel, gemischt mit Weihrauch und Rosen. Es bewegte sich durch den Raum. Schreien wollte ich, aber ich war zu ängstlich. Und dann war es fort. Oh, da war irgendjemand. Ich schäme mich, dass ich nicht schreien konnte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Oh. Haben die anderen Schwestern etwas gerochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben alle geschlafen. Danke, Schwester Margareta. Gott segne euch, Meister Maler. Okay, also irgendjemand war einfach bei den Nonnen im Saal. Das ist ja frech. Oh, die Cecilia ist gar nicht da. Oder ist sie jetzt vielleicht doch hier? Ja, in die Bibliothek kommen wir jetzt heute nicht, weil wir noch nicht in die Kirche dürfen. Das heißt, wir kümmern uns vielleicht um die anderen, also die Gespräche mit der Witwe und dem anderen Typen. Hier können wir wahrscheinlich auch nicht mehr rein, ne? Hier rechts. Warum mache ich so komische Fußabdrücke? War das sonst auch schon hier? Oh. Ist das jetzt schon die Frau von ihm? Das Fürstchen, wie süß ist das denn? Na. Oi. Was ist das? Ein Brief an den Baron von Prior Fenrenk? Baron Ruffvogel, trotz eurer wiederholten Aufforderungen und unterschwelligen Drohungen, den Inquisitoren in Innsbruck meine Lesegewohnheiten zu offenbaren, werde ich bei eurem Besuch in Kirsau keine Rituale für euch durchführen. Bitte beendet dieses törichtige Streben sofort zum Wohle unserer beider Seelen, Fenrenk. Mein Gott, Lorenz hat Fenrenk erpresst, damit er eine Art okkultes Ritual durchführt? Kein Wunder, dass Fenrenk von Lorenz' Ankunft so beunruhigt war. Der Baron hätte ihn wegen Hexerei hinrichten lassen können. Okay.